Ich möchte diese Seite erweitern und Aufgabenstellungen und Links für die Schüler einfügen. Dazu möchte ich Vorlagen verwenden. Vorlagen können in Wikis für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Hier eine Wiki-Seite, in der verschiedene Vorlagen genutzt werden. Man kann zum Beispiel Vorlagen verwenden, um wiederkehrende grafische Elemente, wie zum Beispiel Aufgaben oder Regeln, gleich darzustellen. Im zentralen ZoomWiki gibt es mehrere Vorlagen, die man dort auch gleich verwenden kann. Auf dieser Übersichtsseite gibt es zunächst mal Links auf Unterseiten, auf denen verschiedene vorhandene Vorlagen thematisch sortiert sind. Es soll nun gezeigt werden, wie man solche Vorlagen nutzen kann. Wie solche Vorlagen auf andere Wikis kopiert werden können, um sie dort auch zu nutzen, wird in einem späteren Video erklärt. Wir betrachten zunächst eine der Übersichtsseiten, hier Vorlagen für die Schule, und öffnen es in einem extra Tab. Diese Unterseite Vorlagen für die Schule enthält nun eine Auflistung von verschiedenen Vorlagen. Diese Vorlagen werden vorgestellt, indem in einer Tabelle gegenübergestellt wird, was man sieht, wenn man diese Vorlage nutzt, und auf der anderen Seite, welchen Code man anwenden muss, was also im Wikitext stehen muss. Betrachten wir nun einige Vorlagen zu Aufgabenstellungen genauer. Vergleicht man verschiedene Codes von Vorlagen, so fällt zunächst mal auf, dass immer doppelt geschweifte Klammern am Anfang und am Ende verwendet werden. Das erste, was innerhalb von diesen geschweiften Klammern steht, ist der Name der Vorlage. In diesem Fall ist das also Aufgabe. Hier habe ich eine andere Vorlage, die heißt Aufgaben. Und hier eine Vorlage Aufgaben M. Nach einem senkrechten Strich folgt der Inhalt, der in der Vorlage angezeigt wird. Hier steht Text der Aufgabe und der wird an dieser Stelle angezeigt. Bei dieser anderen Vorlage habe ich mehrere Informationen, die ich angeben muss. Neben dem Text der Aufgabe noch die Nummer. Im Code gebe ich zuerst die Nummer der Aufgabe an. 1, 2, 3, 1a, wie auch immer. Und danach folgt dann wieder mit einem senkrechten Strich getrennt den Text der Aufgabe. Die Reihenfolge spielt dabei eine wichtige Rolle. Wir werfen einen kurzen Blick in diese Vorlage, denn letztendlich handelt es sich bei Vorlagen immer um Seiten, die im Wiki vorgegeben sind. In diesem Fall sind die Seiten mit den Vorlagen über die Links der Überschriften erreichbar. Das ist jetzt die Darstellung, wie diese Vorlage erstellt worden ist. Im Unterschied zu der Angabe hier steht jetzt nicht Nummer der Aufgabe und Text der Aufgabe, sondern hier steht 1 mit dreifach geschweiften Klammern und 2 mit dreifach geschweiften Klammern. Diese Zahlen 1 und 2 geben die Reihenfolge an, in denen die Informationen nach dem Namen und dem ersten senkrechten Strich angegeben werden müssen. Wenn man zuerst den Text angeben würde an dieser Stelle und dann die Nummer, dann würde der Text hier oben erscheinen und die Nummer dort unten. Man muss also bei der Verwendung von Vorlagen auch auf die Reihenfolge achten. Wir wollen diese Vorlage jetzt mal anwenden.
Die Vorlage zeigt das gewünschte Ergebnis. Wie man hier sieht, kann ich auch verschiedene Formatierungen innerhalb der Vorlage verwenden, wie in diesem Fall eine nummerierte Liste. Ich schließe die Aufgabe ab und speichere die Seite ab. Ich habe mir eine weitere Vorlage ausgesucht und möchte die nun verwenden, um eine Regel festzuhalten. Die griechischen Buchstaben kann ich über die Sonderzeichen einfügen und die restlichen Symbole ergänzen. In der Vorschau sieht man, dass anstatt dem Inhalt, den ich angegeben habe, anzuzeigen, hier die dreifach geschweiften Klammern mit der Nummer 1 stehen. Was ist passiert? Offensichtlich wurde die Vorlage nicht so wie von mir gewünscht gezeigt. Der Grund ist das Gleichheitszeichen, das hier in der Formel vorkommt. Das Gleichheitszeichen verwirrt sozusagen die Vorlage. Um das zu verhindern, teile ich der Vorlage mit, dass das der Eintrag ist, der für die Nummer 1 eingesetzt werden muss, und das mache ich mit 1 ist gleich. Wenn ich den Inhalt an der zweiten Stelle festlegen möchte, wenn es da Probleme gibt, muss ich dementsprechend 2 ist gleich verwenden. Und nun wird die Regel also richtig angezeigt. Das kann zum Beispiel auch bei Links vorkommen, die irgendwelche Gleichheitszeichen verwenden. Wenn also mal eine Vorlage nicht richtig dargestellt wird, liegt es im Allgemeinen an diesem Gleichheitszeichen, oder man hat eben nicht die richtige Anzahl an Informationen angegeben. Werfen wir noch einen weiteren Blick auf Vorlagen, die es noch gibt, wie zum Beispiel Linkvorlagen. Interessante Linkvorlagen sind zum Beispiel Verweise auf Seiten in Wikipedia. Diese werden dann mit einem Symbol versehen. Und der Vorteil ist, man muss nur die kurzen Namen des Artikels angeben und nicht die gesamte Adresse. Ich habe eine Wikipedia-Seite gefunden, die weitergehende Informationen enthält und möchte diese nun im Text ebenfalls mit Hilfe der Vorlage angeben. Dazu kopiere ich mir wieder den Code. Der Link, den ich angeben muss, das ist lediglich der Name der Seite. Und als Linkname kann ich einen alternativen Text angeben. Wie gewünscht führt der Link also direkt auf die Wikipedia-Seite, ohne dass ich die komplette Adresse angeben muss. Neben diesen Vorlagen, die ich jetzt hier verwendet habe, gibt es noch andere Vorlagen, wie zum Beispiel diese Vorlagen für Lizenzen. Das Besondere an diesen Vorlagen ist, dass sie ohne Eingabe verwendet werden. Das heißt, ich habe wieder die doppelt geschweiften Klammern und innen drin den Namen der Vorlage. Ich muss aber nichts weiter eingeben. Soweit zur Nutzung von Vorlagen. Wie man selber Vorlagen anlegt und vorhandene kopiert, wird in weiteren Videos noch geklärt werden.